she passes, each one she passes goes on. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, babe. When she passes, each one she passes goes on. So sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. I smile, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she just doesn't see. Doesn't see. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe 10 Meilensteine des Jazz. Diese Produktion zum Schwerpunktthema Jazz im Abitur Baden-Württemberg wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg erstellt. Wir als Band in the Bigs sind die Hausband dieses Clubs und wir lieben es, neben unseren ganzen eigenen Projekten, neben Sinfonieorchester, Radio Big Band und weiteren Ensembles, mit denen wir unsere eigene Musik zelebrieren, in die Historie des Jazz wirklich einzudringen. Und das kann man nicht theoretisch tun, das kann man vor allen Dingen als Musiker praktisch tun. Wir nehmen uns Themen wie Epochen, Komponisten, Interpreten oder einzelne Alben und bringen diese auf die Bühne mit unseren eigenen improvisatorischen Fähigkeiten, mit unserer eigenen musikalischen Sprache gehen wir in die Geschichte des Jazz und erleben wunderbare Abende hier mit unserem Publikum. Gerade haben wir eine historisch inspirierte Version des Titels The Girl from Ipanema gehört. Antonio Carlos Jobim, der unglaublich viele Bossa Nova-Kompositionen geschaffen hat, hat es geschrieben. Und der Bezug zur Jazzwelt wurde hergestellt, weil Stan Getz, der unglaubliche Saxophonist, Interpret der Originalversion von 1964 gewesen ist. Aber wer war denn eigentlich The Girl from Ipanema? Helo Pinheiro, 1943 geboren, war ein Mädchen, wurde von den Musikern bewundert und vergöttert. Und sie lebt heute noch. Bei den Olympischen Spielen 2016 hat sie die Fackel getragen als The Girl from Ipanema. Und The Girl from Ipanema, der Song, wurde die Hymne der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Seit über 50 Jahren ist dieses Stück weltbekannt und verbindet die lateinamerikanische Musik Brasiliens, den Bossa Nova, mit dem Jazz. Girl from Ipanema ist in F-Dur, beziehungsweise im Original in Des. Und hat 40 Takte, AA, BA. Und das Interessante ist die Bridge, da sie ja nicht so genau definierbar ist. Und ich versuche jetzt mal zu erklären, wie man da drüber denken könnte. Also eine Möglichkeit. Ich spiele mal das Original vor. So, jetzt versuche ich mal eine Struktur reinzubringen, indem ich quasi die zweite Kadenz, also das Fis-Moll,
zersetze ich durch ein A Major 7. Und die dritten vier Takte der Bridge ersetze ich das G-Moll durch ein B Major 7. Und da kommen wir immer zu 1-4 Verbindungen. Und es hört sich so an. Wir kommen also zu drei tonalen Zentren, Gestur, A-Dur und B-Dur. 1963 trafen sich der amerikanische Saxophonist Stan Getz und der brasilianische Sänger und Gitarrist und auch Erfinder des Bossa Nova, João Gilberto, im Studio und wollten einige Songs aufnehmen, unter anderem Garota de Ipanema. Das ist der brasilianische oder portugiesische Titel von Girl from Ipanema. João Gilberto war der Stammsänger, könnte man sagen, für alle Stücke, die Antonio Carlos Jobim komponiert hatte und war auch vorgesehen für Girl from Ipanema. Seine damalige Frau Astrud Gilberto war zufällig, heißt es, auch im Studio und sollte eigentlich gar nichts mit der Produktion zu tun haben. Aber Stan Getz dachte sich, Englisch ist eine weniger exotische Sprache. Es könnte sein, dass das besser ankommt. So hört man auf der Originalaufnahme ganz am Anfang sehr, sehr kurz João Gilberto summen und den Rest des Songs singt seine damalige Frau Astrud Gilberto. Der portugiesische Text wurde von Vinicius de Moraes geschrieben, wunderschön. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Der englische Text, tall and tan and young and lovely. Es war aber eine ziemlich gute Idee, denn dadurch wurde der Song weltberühmt und Astrud Gilberto auch. Das Lustige dabei ist, Astrud Gilbertos Art zu singen, manche sagen, eigentlich konnte sie gar nicht so gut singen, traf genau das, was den Bossa Nova-Gesang ausmacht. Kein Drama, nicht die wahnsinnig große Stimme mit tiefen Emotionen, sondern sehr nüchtern, eher melancholisch, eher klein. Der Fokus ist die Geschichte und die singende Person. Sehr eng zusammen. Alles richtig gemacht, oder? The Girl from Ipanema. Ein Song aus meiner frühesten Kindheit. Wir hatten diese Schallplatte zu Hause und die lief bei uns natürlich irgendwie phasenweise jeden Tag. Insofern kenne ich zumindest, was das Saxophon-Solo von Stan Getz anbelangt, noch so gut wie jede Note. Umso mehr Freude hat es mir gemacht, diesen Song zu transformieren, die Farbe zu ändern, ohne ihn komplett umzukrempeln. Ich habe im Grunde die Melodie ganz genau gleich gelassen. Es ist ebenfalls 40 Takte, diese etwas eigenwillige Taktzahl. Ich habe mir ein paar Bläsersätze einfallen lassen, die eher untypisch sind für den Jazz oder vor allem für die Latin Music. Quintolen, Septolen, das kommt relativ selten vor in dieser Musik. Und ich habe tatsächlich auch den Rhythmus stellenweise verändert. Also bei mir ist der A-Teil, wie gehabt, Bossa Nova, gerade Achtel. Der Mittelteil ist Swing, das heißt Ternär, Swing-Achtel. Und der letzte A-Teil ist dann wieder, oder C-Teil, wie man will, ist dann wieder Latin, das heißt gerade Achtel. Die größte Veränderung ist allerdings die harmonische. Ich habe das Stück, was ja eigentlich in Dur steht, nach Moll verfrachtet. Und diesen Unterschied, den wollen wir jetzt euch mal vorsingen und spielen. Die Fola und der Olaf spielen erst die Originalversion und dann meine Reharmonisierung. Tall and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, each one she passes goes, ah.
Und jetzt das Ganze noch einmal mit anderen Akkorden und in Moll. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes up. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, and when she passes, each one she passes goes up. Her so sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Small, but she doesn't see. But she doesn't see.